Доброго ранку. Vermutlich habt ihr mich jetzt gar nicht verstanden. Ich habe euch nämlich in einer anderen Sprache begrüßt. Was kann ich machen, damit der andere mich gut versteht? Das ist eine gute Frage und darum geht es heute. Diese Frage stellte sich nämlich auch Daudi. Daudi war ein Bauer und er hatte einen Hund, der Cibao hieß. Mit seinem Hund gemeinsam waren sie unterwegs zum Feld, um Erdnüsse zu pflanzen. Er mit seiner Hacke und Cibao mit seinen Pfoten bearbeiteten sie den Boden und setzten die Erdnüsse rein. Doch nach einer Weile, als der Daudi sich umschaute, sah er, wie sein Hund die frisch gepflanzten Erdnüsse aus der Erde rausscharrte. »Nein, Cibao, bitte nicht! Hör doch damit auf! Hör gut zu! Von den Erdnüssen, die ich jetzt pflanze, müssen wir später leben. Wenn du die Saat jetzt ausscharrst, dann gibt es keine Ernte. Dann werde ich verhungern und du mit mir.« Cibao wedelte mit seinem Schwanz und Daudi sagte zu sich, ich habe mit ihm freundlich gesprochen, jetzt hat er es verstanden. Am nächsten Tag gingen sie wieder auf das Feld. Doch nach einer Weile, als der Bauer mit dem Pflanzen beschäftigt war und dann sich später umschaute, sah er, wie sein Hund wieder die frisch gepflanzten Erdnüsse aus der Erde rausbuddelte. Jetzt wurde er zornig und es gab eine ordentliche Tracht Prügeln. Der Hund heulte auf und zog seinen Schwanz ein. Es kommt auf den grimmigen Ton an, dachte er. Jetzt hat er mich wirklich verstanden. Am nächsten Morgen, bevor sie losgingen, steckte er noch einen saftigen Knochen in seiner Tasche. Es ist gut, wenn man gehorsam belohnt, dachte er. Wieder zog er Furchen und setzte die Erdnüsse rein. Als er zwischendurch sich umschaute, sah er, wie Cibao gerade mit seiner Arbeit wieder beginnen wollte. Doch dann bekam er den saftigen Knochen, seine Augen blitzten vor Freude und sein Schwanz konnte nicht aufhören zu wedeln. Na, jetzt hat er mich wirklich verstanden. Na, jetzt wird er nie wieder die Erdnüsse aus der Erde rausholen. Doch als Daudi am nächsten Tag wieder zu pflanzen begann, was denkst du, was hat er nach einer Weile wieder entdeckt? Genau, Cibao machte sich an die frisch gepflanzte Erdnüsse ran und scharrte sie fleißig aus dem Boden. Ganz traurig und niedergeschlagen setzte er sich hin. Wie soll ich ihm das beibringen? Wie kann ich das meinem Hund verständlich machen? Ich habe mit ihm freundlich gesprochen, ich habe mit ihm zornig gesprochen und geschimpft, ich habe ihn belohnt. Was kann ich noch machen? Hast du vielleicht eine Idee? Es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit. Ich müsste ein Hund werden und in seiner Sprache sprechen. Dann wird er mich wirklich verstehen. Und als Daudi so nachdenklich auf dem Boden saß, kam ihm plötzlich ein anderer Gedanke. Aus demselben Grund hat der allmächtige, große, ewige Gott im Himmel seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Er wurde ein Mensch wie wir. Denn nur so kann ich Gott kennenlernen, sein Wort verstehen und nur so durch Jesus Christus komme ich Gott näher. Denn sein Leben war wie dein und mein Leben auf dieser Erde. Als ein kleines Baby wurde er geboren, musste Windel tragen, weinen, wenn er Hunger hatte, hatte auch ganz normale Eltern und mindestens 4 Geschwister. Auch er musste Dinge lernen und seinem Vater bei dessen Arbeit helfen. Auch er wurde manchmal müde
erlebte Missverständnisse in der Familie, weil sie dachten, Jesus sei nicht ganz normal. Dann noch den Tod eines guten Freundes, Stress und Erwartungen, weil so viele Menschen um Jesus herum waren und jeder etwas von ihm wollte, manchmal keine Zeit zum Essen. Sogar von einem Jünger wurde er verraten, der mit ihm 3,5 Jahre unterwegs war und doch das Geld mehr liebte als Jesus. Und dann noch den Tod. Doch gerade deswegen versteht Jesus uns. Er versteht, wie es uns manchmal geht. Er weiß ganz genau, wie es dir gerade jetzt geht. Er war auch einmal so alt wie du und versteht deine Ängste und Schwierigkeiten, deine Fragen. Vielleicht kam er auch in Gefahr, etwas Böses und Schlechtes zu tun, wie du und ich manchmal. Doch er hat nie gesündigt, weil er Gottes Sohn war. In Hebräer 2, Vers 17 und 18, da lesen wir Folgendes. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer Hoherpriester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Und das Beste ist, Jesus ist auferstanden. Er ist zu seinem Vater gegangen, damit er dort unser Anwalt, unser Fürsprecher sein kann. Und wenn ich mal wieder neidische Gedanken habe oder mit meinen Geschwistern streite oder eine andere Sünde tue, die Folgen hat, die eine Strafe verdient, weil Gott ein gerechter Gott ist, darf ich damit zu Jesus kommen und bei ihm um Vergebung bitten. Er macht mich wieder rein. Und auch du darfst mit Jesus durch dein Leben gemeinsam gehen, im Vertrauen, mit ihm reden, wie mit einem guten Freund. Er versteht dich, er ist bei dir. In einem Kinderlied singen wir Folgendes. Ich habe einen, der mit mir geht, ja einen, der zu mir steht, ja einen, der lässt mich niemals mehr im Stich. Und dieser eine, der mit mir geht und der immer zu mir steht, das ist unser Heiland Jesus Christ. Ist das nicht schön, so einen treuen Freund zu haben, der uns versteht, uns helfen möchte und sogar mit uns durch das Leben geht? Daudi konnte nicht zu einem Hund werden. Doch Gott konnte Mensch werden und wurde Mensch, damit du und ich ihn verstehen, ihn kennenlernen und sogar eines Tages bei ihm sein können, wenn er wiederkommt als König und als Herr und uns zu sich nimmt. Das ist doch eine gute Botschaft. Und bis dahin sage ich euch auf Ukrainisch: До побачення!